Herzlich willkommen, liebe Löwen, zu eurer Tarotkartenlegung für die 30. Kalenderwoche. Das ist die Woche, die jetzt am 24. Juli beginnt und bis zum 30. Juli geht. Wir haben zunehmenden Mond in dieser Woche und ich bin schon sehr gespannt zu erfahren, was diese Woche so an den Energien mit sich bringen wird in deinem Leben. So, jetzt haben wir hier schon die Hauptlegung, aber wir brauchen noch eine Karte von der Mondenergie. Und eine allgemeine, übergeordnete Karte. Eine Karte für dich, lieber Löwe. Der Teufel. Sehr viel Ehrgeiz, sehr viel Wunsch und Wille, aber auch eine sehr ernste Energie. Oder wenn diese Ernsthaftigkeit nicht aus dir herauskommt, solltest du diese Woche ernst nehmen. Denn du kannst diese positive Energie, also oder diese Energie auch sehr positiv kanalisieren und für dich zunutze machen. Es ist aber hier ein bisschen kipplich, ne? Es kann sich eben auch genau anders entwickeln und diese Energie, diese starke Energie könnte sich zu etwas Destruktivem in deinem Leben entwickeln. Deswegen musst du diese Situation sehr ernst nehmen und vor allem Verantwortung für deinen eigenes Handeln, für dein eigenes Tun übernehmen. Sicherlich ist das auch sonst so in deinem Interesse. Bei den Teufel geht es darum, sich mit einem unliebsamen Thema auseinanderzusetzen oder mit einer Schattenseite. Wenn man das tut, wenn man da kompromisslos ist und auch Verantwortung eben übernehmen möchte und auch furchtlos ist, ne, dann kann man sehr starke Kräfte mobilisieren, die die etwas auch, also die einen viel Lebensfreude schenken können. Wir schauen mal, auf welche Themenbereiche sich das bei dir konzentrieren kann. Hier haben wir den Eremit, auch eine sehr ernste Energie. Steinbock zeigt sich hier, Jungfrau hier. Der Eremit ist eine sehr ernsthafte Karte, ne? Eine Karte, die dir aber die Fähigkeit verleiht, dich voll und ganz auf dich selbst besinnen zu können. Du wirst schon auch selber das Bedürfnis empfinden, in deinem Interesse handeln zu wollen, auch Entscheidungen und Lösungen zu finden, die unabhängig von anderen sind, ne? Du strebst nach Objektivität in Bezug auf ein gewisses Thema. Du möchtest hier einen kühlen Kopf bewahren und nicht allein aus den Emotionen heraus einfach nicht ins Blaue hinein zu entscheiden. Ja, jetzt habe ich zwei Sprichwörter miteinander kombiniert, ne? Aber so einfach so aus nichts etwas zu entscheiden, aus dem Bauch heraus, das ist im Moment nicht das, was du anstrebst. Du möchtest objektiv sein, du möchtest eine reife Haltung zu diesem Thema einnehmen und auch dauerhaft selbstverantwortlich entscheiden können in dieser Hinsicht, um auch dir selbst treu zu sein. Es könnte sein, dass du in dieser Woche auch ein bisschen Zeit für dich alleine verbringen musst oder möchtest, um zu dieser Objektivität kommen zu wollen, je nachdem. Der Turm zeigt sich hier. Du bist wirklich sehr furchtlos, lieber Löwe. Du bist zu großen Veränderungen bereit. Du möchtest dich auch aus einer Situation befreien, sehe ich, ne? Also irgendwas hat in der letzten Zeit schwer auf dich gelastet und du bist jetzt entschlossen, dieses Thema anzugehen und nachhaltige Veränderungen einzuleiten, die auch etwas mit Umstrukturierung zu tun haben. Es könnte sein, dass du wirklich, wirklich eine große Veränderung im Berufsleben anstrebst. Zum Beispiel deinen Job kündigst oder auch große Veränderungen in dein Privatleben, könnte halt ein Umzug sein oder tatsächlich die Trennung einer Beziehung. Ne? Vielleicht gibt es hier auch einen großen Streit oder man beschließt zusammen irgendwelche großen Umwälzungen innerhalb der Beziehung. Auf jeden Fall kommen Veränderungen auf dich zu und du bist auch bereit für diese Umstrukturierung. Du leitest es teilweise auch ein.
In der letzten Zeit hat alles sehr gut geklappt. Sehr gut. Vielleicht ist das jetzt auch so, also diese vier Stäbe stehen für ein gutes Teamwork. Auf der Arbeit hattest du ein ganz tolles Team und hast viel Unterstützung aus deinem Team erfahren. Sehr harmonische Verbindung, sehr gutes Miteinander und gemeinsame Pläne haben einfach gut funktioniert. Das Gleiche kann natürlich auch im freundschaftlichen Bereich gelten, diese Karte, oder im Beziehungsbereich, ne? Dass man hier gut zusammengearbeitet hat, dass man ein gutes Team war. In Sachen in der Romantik sehe ich hier sehr starke körperliche Anziehungskraft, ne? Schon fast eine Schicksalsgemeinschaft zwischen euch beiden. Also, du bist dieser Person absolut mit Haut und Haaren verfallen. Aber ja, es basiert halt eben auch wirklich darauf, dass du so ein gutes, dass ihr so ein gutes Team seid, ne? Es hat sich halt doch bewährt und ihr habt schon eine sehr starke Bindung zueinander. In Sachen Beruf, ne, da meinte ich ja hier das gute Team, dann sehe ich hier deinen Ehrgeiz, ne, in dieser Karte. Du bist zu großen Veränderungen bereit. In der Beziehung wäre das jetzt der nächste Schritt, vielleicht zusammenziehen, vielleicht zusammen durchbrennen, vielleicht zusammen irgendwo anders hinziehen. Wirklich etwas, was eine radikale Veränderung in eurer Beziehung bedeutet. Im Beruf ebenso, ne? Im Beruf kann sich diese Karte natürlich auch widerspiegeln. Dann sehe ich halt viel mehr, dass ihr hier auch alle gut zusammengearbeitet habt. Das hat dir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Das hat dich auch in deine eigenen Führungsqualitäten glauben lassen. Und jetzt bist du bereit für den nächsten Schritt und planst etwas Größeres, ne? Ich glaube, da geht es mehr dann für dich darum, wie kann ich die Karriereleiter hinaufklettern. Auch in der Beziehung sehe ich hier weniger eine Trennung, ne? Da habe ich ja hier mit der Karte vermutet. Glaube ich allerdings jetzt nicht mehr. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Der Magier. Du bist der Magier deines eigenen Lebens, dein Glückesschmied. Hier der Magier ist jemand, der nicht zögert, die Initiative zu ergreifen, um seine eigenen Ideen, Vorstellungen, Wünsche und Ziele in die Tat umzusetzen. Dieser Mensch ist in der Lage, sich sein eigenes Reich zu schaffen und die Welt sich nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Lieber Löwe, du hast in dieser Woche auch die Macht dafür. Und das Schöne an dieser Platzierung ist, dass dir das auch bewusst sein wird, ne? Du wirst dich ganz bewusst wie der Magier fühlen. Du wirst wissen, was du für ein Potenzial hast, dass du hier einiges in dein Leben verändern kannst und du bist bereit dazu. Wow. Also was für eine Legung. Also ich bin sprachlos, ne? Das Glück ist auf deiner Seite, ne? Du bewegst dich hier genau auf den richtigen Weg. Du machst das, was deinem Potenzial entspricht, was deinen Herzenswünschen entspricht. Du bist hier authentisch. Du bist einfach nur du selbst, wenn du so verfährst in dieser Woche, wie du verfährst. Und das wird dir Glück schenken. Das wird sich positiv widerspiegeln und dich auf den richtigen Weg führen. Also ich bin hier wirklich platt von dieser Legung. Also es ist schon jetzt sehr es sind hier sehr starke Karten. Und kurzzeitig gerätst du wirklich in Zweifeln und Stocken, was dir eigentlich als Löwe nie passiert. Aber es ist vielleicht auch ein ganz gutes, ganz gesundes und vernünftiges Selbstkorrektiv. Das kommt womöglich von dieser Erdenergie, von dieser Jungfrauenergie. Ja, die fünf Schwerter sagen mir, dass es dir, wie soll man sagen, angesichts dessen, was alles in deiner Macht steht, angesichts dessen, was du dir vorgenommen hast an Veränderungen, könnte dir kurzweilig etwas schwindlig werden, ne? Und du könntest dann kurz denken, wow, da habe ich mir aber doch viel vorgenommen, wenn du dann dich dann damit konfrontierst, ne? Schaffe ich das denn überhaupt, ne? Kann ich das überhaupt erreichen? Es ist
sehr gesund, das mal kritisch nachzufragen. Es könnte allerdings auch sein, ich hatte am Anfang der Legung gemeint, es geht hier auch darum, dich mit deiner eigenen Schattenseite zu beschäftigen. Vielleicht lauert oder brodeln da so Selbstzweifel auch, ne? Die man mal früher gelernt hat in dir. Irgendwie, dass das vielleicht zu groß ist, was du dir hier vorgenommen hast. Dass du irgendwie plötzlich in Zweifeln gerätst. Also es gibt von dieser Energie eine ganz gesunde Portion. Und die könnte halt wirklich ein gutes Korrektiv sein, damit du hier nochmal genauer hinguckst und gründlich überprüfst, ob du auch alles gut durchdacht hast, was du da umsetzen möchtest. Dann ist es sinnvoll. Es gibt aber natürlich auch das Maß, wo das dann halt nicht mehr so positiv für dich ist. Das ist halt etwas, was du dich selber fragen solltest, wenn du dich in so einer Energie befindest. Also irgendwann nimmt das Überhang, ne? mit der Kritik an sein Projekt, an sich selbst. Und das wäre ja sehr schade, wenn du dir selbst im Wege stehst. Aber man sagt ja auch immer, man ist sich selbst der größte Feind. Es gehört zum Prozess, sehe ich hier schon eindeutig, und irgendwo schützt diese Energie auch so ein bisschen, hier nicht in eine Extreme zu fallen. Ne? Es bringt dich ein wenig runter. Hier die drei Kelche, eine wunderschöne Energie, eine Energie, die mir sagt, dass du verliebt bist. Also viele von euch Löwen, da geht es hier um ein Beziehungsthema, ne? Dann seid ihr hier sehr verliebt in die andere Person, seht ihr hier sehr viel Hoffnung, sehr viel Freude, und ehrlich gesagt, ich denke, das wird nicht nur erwidert, sondern es entsteht zwischen euch beiden sogar eine sehr lebendige Dynamik, wodurch das auch noch verstärkt wird. Wenn es hier um ein berufliches Thema ist, dann sehe ich hier die Vorfreude, ne, auf das, was da alles erwartet, auf deine zukünftige Aufgabe oder auf die Position, die du dir in der Zukunft erarbeiten möchtest. Und das beflügelt dich aktuell, ne? Das macht dich richtig lebendig, dieser Gedanke daran. Ja, von deiner Umgebung bekommst du halt vielleicht auch manchmal so den Rat, dass du hier lieber vorsichtig sein solltest. Hier gibt es irgendwie jemand, der nicht so ganz ehrlich ist mit dir, der nicht irgendwie alles offen ausspricht. Das ist nicht dein Beziehungspartner, das glaube ich nicht. Auch wenn du vielleicht durch diese Verliebtheit zu dieser Person ein bisschen dazu neigst, diesen anderen Menschen zu überhöhen, aber das ist ja, das machen wir alle in so einer Phase, das ist ganz normal. Man kann durch dieses starke Gefühl von verliebt sein, ist man noch gar nicht in der Lage, den anderen in seinem vollen Sein wahrzunehmen. Das sollte man sich bewusst sein. Und das ist auch nicht schlimm, das kommt ja alles noch. Das ist ja auch eine Reise, sich so stark kennenzulernen, und verliebt sein ist irgendwie erstmal schon ein erster wichtiger Prozess. Aber dann, wenn du richtig verliebt bist, dann würde ich diese Karte so deuten, und dann mach dir keine Sorgen. Wenn du nicht verliebt bist, kann das wirklich auf eine Undurchsichtigkeit in deinen Freundeskreis hindeuten. Und dann kommt es eben drauf an, was du hier veränderst. Wenn das hier allein um dich geht und du machst hier etwas in deinem Beruf, dann könnte es sein, dass es vielleicht ein paar Leute gibt, die sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, was Löwe da tut, aber ich sag nichts. Dann ist das die Unehrlichkeit, harmlos, ne? Denn du weißt ja, was du tust. Wenn du aber hier zum Beispiel ein berufliches Unternehmen planst und mit jemandem aus deiner Familie oder Freundeskreis, dann würde ich nochmal genauer hingucken. Ich würde auf jeden Fall die Woche warten, um etwaige Verträge in diese Richtung zu unterschreiben. Kann etwas Harmloses sein, aber bei einigen von euch könnte ein bisschen mehr dahinter stecken. Ja,
Aber gewisse Dinge sollte man halt auch noch mal genauer überprüfen, ne? Du wartest auf Kommunikation, du wartest vielleicht auf eine Antwort von jemandem, du erwartest auch, vielleicht suchst du auch nach, hast du auch Fragen bezüglich deines Vorhabens und wartest hier auf Informationen, dass du die richtigen Informationen bekommst. Du hast auch irgendwie Lust, mehr zu reden. Du hast irgendwie über deine Vorhaben auch zu reden und erhoffst dir darüber noch, dass noch mehr Ideen zustande kommen. Irgendwie sehnst du dich nach einer gewissen Nachricht. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob diese Nachricht schon in dieser Woche kommt. Ich kann dir nur sagen, dass du für dich persönlich im Laufe der Woche klare Verhältnisse schaffen wirst. Und dass du hier zu einer ganz neuen Stabilität finden wirst. Ja, du bestätigst dich selber also, dass du hier auf dem richtigen Weg bist. Und dann wirst du im Laufe der Woche auch keine Zweifel mehr haben. Ich sehe dich hier mehr dafür sorgen, dass die Situation klar und eindeutig ist. Ich sehe dich hier auch kommunizieren mit den betroffenen Menschen. Du sorgst dir für klare Verhältnisse und klare Absprachen. Könnte aber eben sein, dass es, also könnte, dass es hier jemanden gibt, der nicht so ganz mit offenen Karten spielt, aber so aus für dich, was du für dich in deiner Welt machen kannst, du sorgst für Klarheit, Offenheit und klare Absprachen, Fairness und eine gewisse stabile Situation für dich. Also du übernimmst hier schon für diese Veränderung viel Verantwortung. Erwartest nicht unbedingt, dass die anderen mitziehen, nicht so automatisch, aber es sind schon andere Menschen involviert. Und natürlich bist du in gewisser Hinsicht schon darauf angewiesen, dass sie mitziehen, aber das siehst du nicht. Du denkst erstmal zunächst an deine Verantwortung. Und das ist auch natürlich das Richtige, weil sonst erzeugt man Erwartungsdruck bei den anderen. Und grundsätzlich läuft das ja hier sehr harmonisch, ne? Du schaffst es auf jeden Fall hier, einen stabilen Zustand zu kreieren. Und was haben wir hier? Ergebnisse sind in Reichweite, nur Geduld. Das ist gut. Nimm dir Zeit zum Ausatmen. Wahrscheinlich musst du nicht alle Veränderungen sofort umsetzen. Es könnte sein, dass du dich selber ein bisschen unter Druck setzt und du manchmal das Gefühl haben könntest, wenn du das jetzt nicht alles umsetzt, wird das nicht klappen. Das ist halt auch, das könnte vom Teufel kommen, ne? Weil der Teufel möchte dich auch aus dem Gleichgewicht bringen. Der Teufel möchte dich in Versuchung führen. Und Arbeit oder Machertätigkeiten oder Veränderungen können auch ein fixiertes, unausgeglichenes Verhalten sein. Deswegen versuch dich auch mal zu lösen von deinen Vorhaben. Such die Gelassenheit. Und wenn dann in der Gelassenheit Zweifel hochkommen, dann sehe das nicht als etwas Negatives, sondern höre diesen Zweifeln einfach aufmerksam zu und lass sie nicht zu sehr an dich heran, lieber Löwe. Denn da könnte auch ein guter Hinweis sein in diesen Zweifeln, ne? Der dich auf die Idee bringt, etwas, eine Kleinigkeit, doch vielleicht noch ein bisschen mit mehr Aufmerksamkeit zu begutachten. Ja, nimm dir Zeit zum Ausatmen, finde ich hier einen sinnvollen Ratschlag, denn du kannst darin vertrauen, dass Ergebnisse in Reichweite sind. Ne? Der stabile Zustand wird sich schon bald einstellen. Ja, lieber Löwe, ich wünsche dir eine sehr, sehr erfolgreiche Woche, die klare Verhältnisse in dein Leben schafft. Eine Woche mit viel Erfolg und vielen positiven Erfahrungen. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.